being such a, I'm being a complete numpty. How could I forget? This is Katie. This is Katie, Creative Hex. So she's Creative Hex here on the, let me go back here. Ja, wie ihr bereits gesehen habt, habe ich Post nach England geschickt zur lieben Annie Claxton. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich wollte euch in diesem Video zeigen, wie diese Karte entstanden ist. Und ich habe natürlich auch Post aus England bekommen. Und das möchte ich gerne auch mit euch teilen und euch am Ende des Videos zeigen. Ja, ich habe hier die Sustrene Grene Poster Paint Sticks benutzt. Das sind so Wachs. Ölwachsartige, wasservermalbare, ja, Sticks. Die habe ich erstmal geswatcht und dafür habe ich allerdings das falsche Papier benutzt, denn auf dem richtigen Kunstwerk sind sie später wesentlich farbbrillanter, trotz dass sie wasservermalbar sind. Also lasst euch davon nicht abschrecken, diese Poster Paint Sticks sind wirklich genial. Ja, und dann habe ich einfach losgelegt und habe relativ frei, also intuitiv, dieses Hintergrundbild gestaltet. Ja, und ich hoffe, euch gefällt der Prozess der Entstehung und ich freue mich natürlich, wenn wir uns am Schluss weiter wiedersehen. I love that. That's so clever how she's obviously done a background like that and then she's used pencils and things and metallic pens to kind of outline
the letters. It is beautiful, absolutely beautiful, and a little signature there. Absolutely gorgeous. Thank you, Katie. I love that. Schaut euch diese süße Karte an. Ist das nicht niedlich? Diese kleine Schnecke. You've got mail. Sie glitzert ein ganz kleines bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das die Kamera einfängt. Doch, ein bisschen sieht man's. Und dann ist hier der Art Swap drin. Der Art Swap war so gedacht, dass man an Annie diese kleinen Quadrate schickt, die man dann selber gestaltet hat. Und ich weiß nicht, ob sie irgendwann mal daraus ein Gesamtkunstwerk machen wird, dass sie alle Kacheln zusammenkleben wird. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch eine kleine Kachel von ihr und das finde ich richtig cool. Die ist so schön geworden. Schaut mal bitte diesen feinen Farbverlauf. Ich denke, das hat sie mit Buntstiften gemacht und dann noch mit Fineliner drüber gegangen. Sehr, sehr schön. Richtig toll. Ich danke dir auf jeden Fall, liebe Annie, dass ich da mitmachen durfte und dass du mir auch eine Antwort geschickt hast. Ich habe mich da mega drüber gefreut. Ganz, ganz lieben Dank. Ansonsten sage ich erstmal ganz lieben Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure kreative Hexe, die Kati.